Es ist eigentlich hier total klasse von der Atmosphäre her. Zum Beispiel auch in Köln selbst in der Musikfabrik, das ist einfach super gemütlich. Und es ist total nett mit den Leuten, es macht echt Spaß. Ich habe mich total gefreut auf das Projekt. Es ist ja erstmal ungewohnt, eine Oper einzustudieren ohne Sänger und Bühnenbild und das ganze Drum und Dran, was überhaupt dazu beiträgt, dass man das versteht. Neue Musik ist ja jetzt nicht so was Alltägliches irgendwie, auch jetzt nicht was, was man sich unbedingt oft anhört. Und von daher war es mal interessant, das auch selber zu machen. Vor allem auch, dass man immer auf die letzten Noten gewartet hat, weil es eben eine Uraufführung ist und noch nicht alles fertig war. Also einfach, wie dieses ganze Stück entsteht, das hat man ja irgendwie so mitbegleitet. Das war sehr spannend. Ich finde, dass man bei dieser Oper irgendwie von der Instrumentierung her irgendwie was Neues gelernt hat, weil einfach Instrumente zusammenspielen, die oft gar nicht zusammengehören im Orchester oder die es einfach nicht gibt. Und dass es sehr irgendwie bildreich ist und dass man ja ein bisschen anders hört einfach, wenn man jetzt ins Orchester reingeht. Als ich nur die Musik gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, okay, was will mir das jetzt sagen? Was ist das jetzt so genau? Konnte ich ja nicht so mit anfangen. Und dann, als dann diese ganze Szene und diese Sänger und der Chor und die Mimen und was weiß ich alles dazugekommen ist, dann hat das irgendwie so Form bekommen. Und es war dann, das hat mich fast schon umgehauen, so die letzten Proben, wo wir dann alles einmal durchgemacht haben und mit vorne und hinten und Licht und Ton und keine Ahnung. Also das ist nochmal was ganz anderes, als wenn man jetzt nur die Musik hat. If I give them the dum bum, yeah. Just a little bit behind the beat. Okay? And also, pick up the Prosecco, Unstimme, die Unstimme. Also there, that eighth note pickup could be a little bit forward. Ich denke, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie viel Aufwand hinter so einer Oper steckt. Also, das war, fand ich schon sehr faszinierend. Ich weiß immer noch nicht, wofür die ganzen Leute, die da rumlaufen, alle da sind. Aber es hat sicher seinen Sinn und es ist gut. Man ist ja sozusagen verwöhnt. Man hat nur mit seinem Instrument zu tun und muss sich um nichts kümmern. Im Großen und Ganzen habe ich irgendwie jetzt gerade bei der Phase jetzt gemerkt, dass es für mich jetzt gar nicht darauf ankam, dass ich jetzt die großen Solopartien habe oder das, sondern einfach so dabei zu sein. Und das ist schon eine große Sache. So. Ich habe bis eben mit größtem Vergnügen Ihre Arbeit zugehört. Ich habe, ohne Sie persönlich zu kennen, ja auch an Sie gedacht beim Komponieren. In der Hoffnung, dass wir jetzt einige von den Noten Ihnen nicht missfallen. Und ich wollte euch allen wirklich sehr herzlich danken für Ihre tolle Arbeit. Die ich nie vergessen werde. Schönen Abend.